Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hamlet. Wir haben die Verfolgungsjagd in der letzten Episode erfolgreich hinter uns gebracht und stehen jetzt vorm Geheimversteck von Claudius. Ein Baum? Hier unten kommen wir nicht rein. Okay, das sieht aus wie ein Friedhof hier. Es wäre hier eine Krypta. Top Secret. Hier oben kommen wir auch nicht rein. Okay. Ist ein bisschen einfach, oder? Oh, okay. Ich verstehe. Ist das unendlich? Nein, oder? Die Zeichen verändern sich doch. Okay, langsam merke ich es mir nicht mehr. Nee, die Farben hier dahinter verändern sich jedes Mal. Also wir scheinen irgendwie schon richtig zu sein, oder? Oh. Okay, war das nicht gut? Hey, jemand hat einen Fehler gemacht. Du solltest nicht sterben. Finde die Sanduhr und probiere es erneut. Die Sanduhr? Okay, den Typen kann ich nicht anklicken. Lila. Orange. Gelb. Grün. Blau. Das ist rosa. Na gut, und das ist lila. Das ist rot. Orange, grün, blau. Orange, rot, grün, blau. Lila, rosa, gelb. Rot, grün, rosa, orange, blau. Dieses dunkelblau. Hier war rot. Pink. Blau war hier. Orange. Gelb. Grün. Gelb. Blau. Ist das nicht richtig, was ich hier mache? Oder muss ich das einfach nur unglaublich lange machen? Oh, Gott sei Dank. Die Kugel blockiert den Sand. Kann ich die nicht raus... Sag bloß, das muss ich jetzt so lange machen, bis der Sand weg ist. Da war eine andere Richtung. Hier dazwischen war gerade eine andere, oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das wäre es jetzt gewesen, wenn wir das nochmal machen müssten. Oh Gott, Claudius. Was ist das denn für eine tolle Maschine? Hier können wir nichts machen. Hier auch nicht. Hier nicht. Mit dem Haken können wir nichts holen. Hier ist ein Hebel. Okay. Ah, hier unten kam was raus. Nochmal. Hier oben ist jetzt was. Jetzt habe ich gar nicht auf Claudius geachtet, weil ich hier die ganze Zeit bei den Knöpfen war. Schließlich biss Claudius ins Gras. Prinz Hamlet und Ophelia sind endlich zusammen. Der Held kehrte in seine Zeit zurück und vergaß den Grund der Zeitreise. Währenddessen genossen Romeo und Julia einen romantischen Augenblick, als ein ungebetener Gast sie unterbrach. Aber das ist eine andere Geschichte und ein ganz anderer Held. Das Ende.
Ah, hier steht der Entwickler nochmal, beziehungsweise Publisher. Erstellt von Myth 2000. Besonderer Dank an William Shakespeare. Erstellt mit Wintermute Engine. Ton und Musik von Soundsnap. So, und da sind wir auch schon wieder am Startbildschirm. Ich musste die Aufnahme tatsächlich zum Verabschieden komplett nochmal neu starten, weil nach dem Klick im Endbildschirm einfach das Spiel ausgeht, sage ich mal, und ich gar nicht mehr Tschüss sagen konnte. So, auf jeden Fall würde ich sagen, war Hamlet ein süßes Spiel für zwischendurch mit kleinen Rätselchen. War jetzt nicht der längste Indie-Titel, aber ich mag es mal, so kleine Exkursionen in ganz andere Landschaften zu machen. Und das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist auch schon übertrieben gesagt, war das Rätsel bei den Pinguinen, bei dem man läuten musste. Weil ich habe zwar nicht mitgezählt, wie oft ich vorher geläutet habe, aber wahrscheinlich bestimmt auch 6 Mal kann es ja nicht gewesen sein, denn beim 6. Mal kam der junge Mann ja raus. Aber als ich gesehen habe, dass die Leute im Forum schreiben, dass sie teilweise 25 Mal klingeln mussten, es wird wahrscheinlich eine Zufallszahl sein, die Engine da auswürfelt, damit man den alten Herrn weckt und er die Pinguine angelt. Aber naja. Ansonsten fand ich es wirklich süß. Die Rätsel an sich waren jetzt nicht wirklich komplett logisch, sodass man sagen würde, okay, man kommt leicht drauf, verschiedene Wege zu nehmen. Aber wenn man ein bisschen rumklickt, kriegt man es schon raus, wenn es durch Zufall sein mag oder wenn man aufmerksam schaut. Man kommt auf jeden Fall schnell rein. Ich habe es mir gekauft im Steam Sale. Ich glaube, es hat nur ein paar Cent gekostet. Ich bin mir gar nicht so sicher. Müsst ihr mal schauen, momentan ist ja der große... Ach nein, wenn das Video rauskommt, ist wahrscheinlich gar kein Sale mehr. Naja, vielleicht ist es irgendwann mal wieder da. Auf jeden Fall werde ich mal ab und zu mal wieder so kleine Indie-Titel einstreuen, weil wir hatten jetzt die ganze Zeit so lange Spiele mit 20 und 40 Folgen und drüber. Und ich dachte, das ist mal eine gelungene, gekonnte Abwechslung, würde ich sagen. Eine gelungene Abwechslung zwischendurch. Ohne tiefe Story, einfach nur ein kleines Märchen. So, aber ich würde sagen, jetzt habe ich euch genug vollgequatscht. Die Folge ist unglaublich kurz. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das letzte Rätsel so schnell vorbei sein kann. Aber na gut. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall mal wieder dafür, dass ihr mir zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder am Start seid. Wenn es heißt, Let's Play, ein Indie-Game oder einen großen Titel. Mal sehen, was ich mir raussuche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.